Die Green Factory bezeichnen wir als die nachhaltige Fabrikplanung. Das ist mehrdimensional, das bedeutet, wir haben mehrere Zielgrößen dabei. Es kann die CO2-Neutralität werden, es kann aber auch generell die Vermeidung von Verschwendung sein, Ressourcenverschwendung, Materialverschwendung, Energieverschwendung, sodass wir hier mit der nachhaltigen Fabrikplanung versuchen, dieses Zielfeld explizit zu bearbeiten und zu lösen. Es geht auf der einen Seite um das Green Greenfield, also die nachhaltigen Fabrikneubau, und auf der anderen Seite das Green Brownfield, also die Transformation von bestehenden Standorten. Aber es ist, egal in welchem Fall, immer wichtig, dass wir ganz klar mit allen Disziplinen zusammenarbeiten. Die wesentlichen Schritte auf dem Weg zur Klimaneutralität sind mit Sicherheit zunächst einmal die Analyse der Ist-Situation. Die Unternehmen müssen sich darüber im Klaren werden, was momentan in ihren Produktionen passiert, in ihren Unternehmen. Welche sind eigentlich die größten Verbraucher? Was kann ich halt eben an Verschwendung hier in meinem Unternehmen halt angehen? Wo entdecke ich halt eben Potenziale? Und mit dieser Analyse ist es halt wichtig, in eine konkrete Zieldefinition zu gehen. Das heißt, wirklich darüber zu sprechen, was möchte das Unternehmen erreichen, die Ziele auch messbar zu formulieren, zu konkretisieren und wirklich so herauszuarbeiten, dass das zum Unternehmen auch passt. Und den Weg geht Ingenix gerne mit Ihnen.